Ja, Friedland ist für mich ein ganz besonderer Ort, das Tor zur Freiheit, durch das 4 Millionen Menschen gekommen sind. Heimkehrer, Heimatvertriebene, Kriegsgefangene, die freigekauft worden sind, die letzten 10.000, aber auch Menschen aus anderen Kontinenten, die hergekommen sind, bis zu den Spätaussiedlern, jüdischen Zuwanderern und heute eben auch Asylbewerbern. Die 2 Jahre hier in Friedland werde ich nicht vergessen. Here I found a new home because we are living here in a home. So it's just a nice experience. I met a lot of people here from different languages, from different cultures. Ich war jung damals, war 27 Jahre, als ich zurückkam. 10 Jahre lang nur, ich kam mit 18 Jahren, bin ich in den Krieg gezogen. Junger Mann, wollte noch was machen. In Friedland, ja. Die große Aktion damals habe ich auch mitgekriegt als jüngerer Heimkehrer. Großes Durchgangslager. Heute Emigration und Integration. Viel. Ich habe in Friedland gelebt, 4 Jahre. Ich war hier im Dorf Pfarrerin und war früher auch schon als Praktikantin im Lager. Also mich verbindet mit Friedland sehr viel. Friedland hat etwas mit einem Neuanfang zu tun, dass viele Menschen hier auch in eine neue, heile Welt zurückgekommen sind, nachdem sie Schreckliches erlebt haben und vor allen Dingen viel Herzlichkeit, viel Wärme für diejenigen, die auch tatsächlich Hilfe benötigt haben. Deshalb ist Friedland etwas, wo man sagen kann, hier ist nicht nur ein Tor zur Freiheit, sondern hier hat man es geschafft, Menschlichkeit sofort, wenn jemand neu angekommen ist, zu vermitteln. Und ich habe auch in meiner Kindheit haben wir immer im Kindergarten Spielsachen für Friedland gesammelt. Friedland ist eine Einrichtung, in die Menschen gekommen sind, die ihre Heimat zunächst einmal verloren haben. Die vielen deutschen Heimatvertriebenen nach 1945, die hierher kamen, nach Friedland, insbesondere aus Schlesien, sind heimatlos geworden. Ich bin als Rotkreuz-Angestellte damals in diesen Bussen mit nach Herrlichhausen gefahren und habe die Heimkehrer mit abgeholt. Ich habe die Anfänge erlebt, wie sie hier gezeigt werden, nämlich die Ankunft der ehemaligen Gefangenen, Kriegsgefangenen und die Empfänger. Ja, Friedland ist der Ort, wo meine Familie wieder zusammengekommen ist, wo ich groß geworden bin und ja, da, wo ich mich jetzt auch wohlfühle. Anfang, Neubeginn, auch in der heutigen Zeit bekomme ich als Bürgermeister noch viele Post von Enkeln oder auch von Urenkeln weltweit aus Australien, wo Menschen ihren zweiten Lebensabschnitt hier angefangen haben, ihr zweites Leben angefangen haben. Und Friedland als Tor zur Freiheit hat eine Bedeutung für viele Menschen, die sehr, sehr tief sitzt. Und insoweit verbinde ich das natürlich in erster Linie mit vielen anderen Dingen für Friedland. Ja, da wurden Kisten gesammelt bei uns in der Stadt, also Spielzeug, und dann hieß es, das geht nach Friedland, und ja, das fand ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Wir hatten ja früher auch nicht so viel, aber die Leute, die hier angekommen sind, hatten noch viel weniger. Es war für mich emotional, immer wenn ich, auch heute, als ich herkam, denke, mein Gott, Friedland, das ist für mich der Ort, wo mein Leben neu begann, ein völlig neues Leben.